Und rast. Warum geht die Tür nicht auf? Achso, braucht irgendwo einen Schalter. Na gut. Hier vielleicht? Ja, hier ist ein... Oh, Kiste. Kiste und Buch. Mondbar taucht wiederholt auf der Tafel auf. Er scheint ein passionierter Jäger gewesen zu sein. Okay. Oh, 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 oh. Das sieht wie ein Durchbruch aus. Georgon hat es nicht geschafft. Ja, stimmt. Wir haben niemanden, der Macht hat. Also der stark ist körperlich. Das ist nicht so gut. Noch eine Lücke, die Georgon füllen darf. Okay. Pff, au. Heil bitte, Georgon. So, wieder voll. Was? Warum heilst du immer noch? Ist nicht geschafft. Ist nicht geschafft. Trick. Nein. 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 Das ist jetzt doof. Also, im nächsten Stufenaufstieg kriegt er ganz viel Macht. Damit wir später wenigstens... Ah, nee. Ist das doof. Also, er kriegt 3 Wahrnehmungen, damit er Wahrnehmung auf 20 hat, damit er wenigstens die mechanischen Dinge aufbekommen kann. Und danach kriegt er ganz viel Macht. Und danach rühren wir beide nicht mehr an, sondern erhöhen wieder Vitalität. Wahrnehmung 7, Wahrnehmung 7, Wahrnehmung 4. Gut. So im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht doch lieber Taka-Taka-Terek nehmen sollen, ne? Hoffen wir mal, dass die Situation nicht oft das... Oh. Hier scheint ein Zauber im Gang zu sein. Klack. Also. Oh. Das Ding mussten wir sogar benutzen. Okay. Oh, Tür ist offen. Bronzerüstung, Eisenhelm, Silberring. Okay. Und es war doch nur optional. Ich dachte schon, wir hätten das Ding benutzen müssen, um im Progress voranzuschreiten. Das wäre ein wenig gemein gewesen. Vor allem, wenn man keinen Magier in der Gruppe hat. Oh. Milizionär und Räuber. Endlich kann sie wieder britzeln. Feuerwurzel. Weg. Britzel. Hau. Brendine, der hat mehr Lebenspunkte. Britzel. Und weg. Oh, Stufenanstieg. Sehr schön. Ihr haltet Bruchstück 1 der Steinscheibe. Was? Owens Asche? Eine Steinscheibe, Tee und Hinweise. Ach so, das ist das Obeliskenrätsel. Warum brauchen wir dafür die Asche unseres Meisters? Das ist sehr kurios. Irgendein makabres, nekromantisches Experiment. Wo geht's weiter? Verwirrt. Ist hier noch irgendwo ein Durchgang? Ja, Sackgasse. Gab es hier irgendwo eine Tür, die noch nicht öffnenbar war? Nee. Hä? Aber ich glaube, genau die Situation hatten wir schon mal. Im vorletzten Run. Deswegen gucke ich nochmal kurz hier alles ab. Hier hatten wir den ersten Schlüssel gefunden. Da kamen wir gerade her. Hier war ein optionales Ding. Also geht es nur da unten weiter, wo wir gerade eben waren. Da ist der Schalter. Hier war eine kleine Wachkammer. Da unten war die Bücherei. Genau. Hier war das Buch. Ja. Das sieht fast so aus, als müssten wir da durch. Das ist jetzt nicht schön.
Dich haben wir gedrückt, richtig? Ja, du warst für die Bücherei. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein, zwei Level-Ups machen, bevor Gerogon genug Stärke hat, also Macht, um das Ding da einzuschlagen? Ernsthaft? Jungs, kann schon. Jo. Na gut, dann raus hier aus der Diebeshöhle. Oh. Gerogon hat's geschafft. Ah, Kiste. Also ja, juhu, Kiste. Ich wollte dabei nicht weiter hoch. Nee. Also ja, wir bräuchten jetzt einen Kill oder so, dann hätten alle drei anderen auch ein Level-Up. Nicht nur Derek. Aber ein Kill dürfte ja nicht so schwer sein. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Leuchtturm. Töten da ein bisschen, gucken, wie gut wir vorankommen, wie stark die Gegner sind. Aber wirklich durchmachen den Leuchtturm wollte ich jetzt noch nicht, weil der Boss könnte recht garstig sein. Something is coming your way. Wait, be ready, hear that. Ja, ja, ganz ruhig, Derek. Ganz ruhig. Es sind nur ein paar Gegner, die eigentlich alle schon tot sind. Ist alles gut. Unten rum, okay. Da. Da ist der Leuchtturm. Oh, Loot. Klick. Ringe und Gold. Gibt ganz schön viele Piraten hier, die ihre Schätze vergraben. What a perfect day to begin a journey. Something is coming your way. Be ready. Moment mal. Also ja, was steht da? Leuchtturm hinter uns? Nein, du Bravlos. Ohne Schalassas Segen kommt ihr hier nicht weiter. Das wird markiert. Schalassas Segen. Brauchen wir da. There are enemies ahead. Oh, Naga. Die schießen, brennen. Oh, das geht gut. Wurzeln schießen. Ja, gegen Wurzeln kann er schon mal gar nichts machen. Ich bin gespannt, ob die Magierinnen bei den Nagas jetzt gefixt wurden. Das war ja doch damals recht albern, dass die immer wieder dieses fließende Wasser gezaubert haben und fast nichts anderes und einfach totgeschlagen wurden. War nicht so wirklich bedrohlich. So, hier ist das Ding aus dem Ladebildschirm, was wir auch von dem Tempel Element oder wie das heißt, die Elementarschmiede, da haben wir das auch gesehen und zwar ein riesengroß. Das muss also wichtig sein. Genau, aber jetzt Level Up. Macht, 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 Macht. Und er hat mit 15 Wahrnehmungen die mechanische Falle benutzen können, also die mechanische Vorrichtung. Das heißt, es fehlt jetzt ein Machtpunkt. Ist, 15 minus 12. Brauch. Achso, Schwerrüstung. Das ist bei dir auch minus 12? Warum ist es minus 12? Du hast doch schon so viel auf schwere Rüstung. Grummel. Ja, genau, was ich sagen wollte. Also mit 15 hat er es geschafft, mechanische Fallen auszuhebeln. Das heißt, er braucht nur noch einen Machtpunkt. Und den einen Machtpunkt könnte er bekommen, wenn er diesen Trank trinkt, der plus 1 auf alles gibt. Also, ne? Noch ist nicht alles verloren. Außerdem kriegen wir eventuell, bevor wir ganz oben angekommen sind, noch einen Stufenaufstieg. So, du hättest gerne noch mehr schwere Rüstung, damit du noch weniger Abzüge bekommst. Richtig? Wenn ich Schwerter steige, kann ich denn leichter spotten? Weil beim Spotten habe ich ein Schwert in der Hand. Ich glaube, ich sollte lieber Ausdauer steigern, aber das macht prozentuale Lebenspunkte. 130. 135. 140. Das sieht schon gut aus. Musst du irgendwas anderes lernen? Nee, ne? Widerstand gegen alles wäre auch noch ganz praktisch. Kann er sogar auf Großmeister bringen.
Immer wenn ihr einen Zauber vollständig widersteht, werden euch 10% eures maximalen Manas zurückerstattet. Das ist echt praktisch. Oh ja, erstmal Lebenspunkte. Das ist gut so. Trick. Du. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt auf 14 bringen wollten oder nicht. Also, nächstes Level up. Nächstes Level up, wieder 2 auf Vitalität und dann jeweils 1-1. Du eigentlich einfach nur Feuer, hm? Mystik. Ne, mehr Feuerschaden ist toll. So, fertig. Du hast noch kein Level up, okay. Das. Bestätigen. Fertigkeiten. Kannst leider noch keine Luftmagie lernen, weil wir das nicht auf Experte gebracht haben. Das Mystik auch nicht. Das ist nicht so schön. Dann lern nochmal ausweichen, bitte. Bewahr die Punkte auf. Ich will jetzt nichts einfach nur so verbraten. Werden wir jetzt hier die gleichen Probleme haben wie im Räuberlager mit ihrem Fernkampfzauber? Eventuell, ne? Nee, die Nagas haben keine Fernkämpfer. Die haben die Magier, aber die buffen sich halt nur. Okay, Plan ist jetzt, wir gehen hier rein. Töten ein paar Nager, looten ein paar Kisten. Gehen dann wieder raus, gehen zur Stadt, holen uns dann hoffentlich wirklich diesmal alle Expertenringe. Wobei wir Luftexperte vielleicht auch bei dem Händler werden können, dem Fahnen. Holen uns neues Essen und dann gehen wir zurück zu den Dieben, weil Gerugon hoffentlich genug Stärke hat, um die Stärke-Mechanik da auseinanderzunehmen. Also eigentlich schickt er nur ein Loch in die Wand, aber ja. Was? Wer hat da gerade was gesagt? Das ist verwirrend. Vielleicht Rosalie. So, du schießt, du schießt, du kannst hoffentlich nicht hier rüber schießen. Feuer, schieß. Ja, da ist der Buff. Du schießt, schießt, brenn. Wurzel. Hallo. Hallo. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ein noch? Ein noch? Jetzt bin ich dran. So. Du. Das da, du. Das da, du. Das da, du. Schieß. Und sie bufft nicht. Das ist schon mal gut. Wobei sie vorher auch ab und an mal gezaubert hatten. Also Angriffszauber. Das wir noch im Auge behalten. Und wieder Angriffszauber. Sehr gut. Der Buff, der Bug wurde also anscheinend gefixt. Weg mit ihr. Kiste. Klick. Bronze Rüstung minus 12, minus 12. Wo ist denn Angriffswert? Was? 69. 69. Wie viel bringt unser Rüstungsding? Wo kann ich sehen, was es mir jetzt gerade bringt? Das ist komisch. 2 pro Fertigkeitspunkt. Ja, aber wie viel Fertigkeitspunkt? 7. Okay, also 14. Ah, okay. Das heißt, ich kann das Ding längst tragen. Es ist nur im Gruppeninventar mit minus 12 angezeigt. Hier steht zwar minus 12, aber die minus 12 wirken gar nicht auf mich. Das sollte geändert werden. Also wenn ein Charakter eine Sache anhat, dann sollte auch gefälligst da, ne? Die Mali, die nicht mehr auf ihn zutreffen, nicht mehr stehen. Das ist ziemlich verwirrend. Aber gut, also er kann jetzt die Rüstung tragen, ohne dass sie ihn irgendwie tangiert. Die da auch, die ist sogar besser. So, das Zeug geht alles runter. So. Helm. Rüstungswert 1.
Rüstungswert 1. Rüstungswert 1. Okay, kann weg. Dreierrobe. Besser als ein Zweierrobe. Zweierrobe kann weg und das kann sowieso weg. So, weiter töten.